Wir werden hier sämtliche Ableitungsregeln erstellen, um Ableitungen schnell rechnen zu können. Wir erinnern uns, angegeben wird eine Funktion f und eine Zahl a im Definitionsbereich dieser Funktion f. Man rechnet den Grenzwert, wenn x gegen a strebt, vom Differenzenquotienten f von x minus f von a geteilt durch x minus a. Und falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, sagt man, die Funktion f sei ableitbar an dieser Zahl a. Und diese reelle Zahl bezeichnet man dann mit f' von a, die durch f abgeleitete Zahl von a. Durch dieses Grenzwert berechnen, ordnet man also dieser Zahl die durch f abgeleitete Zahl von a zu. Dieser Zahl a wird die Zahl f' von a zugeordnet. Dieses Zuordnungsgesetz bezeichnet man mit f' und man nennt diese Funktion die Ableitungsfunktion von f oder auch kurz die Ableitung von f. Wir werden in der Formelsammlung sämtliche Berechnungsformeln erstellen. Zwei haben wir schon. Die Ableitung von x ist 1 und die Ableitung einer Konstante ist 0. Legen wir los mit Leersatz 1. Sind f und g ableitbar an einer Zahl a, so ist die Funktion f plus g ebenfalls ableitbar an dieser Zahl a und es gilt, die Ableitung der Summe entspricht der Summe der einzelnen Ableitungen. F plus g' ist f' plus g'. Ein Beispiel dazu. Wir rechnen die Ableitung von x plus 2. Die Ableitung einer Summe ist laut dieser Formel die Summe der Ableitungen. x' ist aber 1 und 2', das macht 0. Also steht hier 1 plus 0, das heißt 1. Wir beweisen jetzt diesen Leersatz, und zwar rechnen wir die durch f plus g abgeleitete Zahl von a. Durch die Definition ist das der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, vom Differenzenquotienten dieser Funktion f plus g an der Zahl a. Durch die Definition der Summe zweier Funktionen ist das hier genau dasselbe wie f von x plus g von x. Und aus demselben Grund ist das da f von a plus g von a. Das Minus wird dann noch verteilt, also ergibt das hier minus f von a minus g von a. So, diesen Bruch können wir auch schreiben, f von x minus f von a geteilt durch x minus a plus g von x minus g von a geteilt durch x minus a. Und der Grenzwert dieser Summe entspricht der Summe der einzelnen Grenzwerte. Der erste Grenzwert, das ist die reelle Zahl f' von a, da wir ja wissen, dass f ableitbar ist an a. Und der zweite Grenzwert, das ist die reelle Zahl g' von a, da wir ja wissen, dass g ableitbar ist an a. Und somit haben wir bewiesen, dass f plus g' an der Zahl a dasselbe ist wie f' an der Zahl a plus g' an der Zahl a. Wir dürfen also diese Formel in unserer Formelsammlung festhalten, denn wir haben sie gerade bewiesen. Zweiter Leersatz. Sind f und g ableitbar an einer Zahl a, so ist die Funktion f mal g ebenfalls ableitbar an dieser Zahl a und es gilt f mal g', das ist f' mal g plus f mal g'. Also Vorsicht hier, die Ableitung von einem Produkt, das ist nicht das Produkt der Ableitungen. Vorsicht bei diesem Fehler, sagt der kleine Professor. Schauen wir ein konkretes Beispiel. X² ist dasselbe wie x mal x. Wir rechnen also hier die Ableitung von diesem Produkt. Die Formel sagt, man leitet die erste Funktion ab, mal die zweite nicht abgeleitet, plus
Die erste nicht abgeleitet mal die zweite wohl abgeleitet, also so. F mal G Prim, das ergibt F Prim mal G plus F mal G Prim. Die Ableitung von x da und da ergibt aber 1. Also führt das zu dieser Rechnung, was 2x ergibt. Beweisen wir diese Formel allgemein. Wir rechnen die durch f mal g abgeleitete Zahl von a. Durch die Definition ergibt das also diesen Grenzwert. Durch die Definition vom Produkt zweier Funktionen ergibt f mal g von x das f von x mal g von x, und aus demselben Grund ist das da hinten f von a mal g von a, so. Im Zähler von dem Bruch trennen wir die beiden Termen etwas weiter auseinander und werden jetzt hier eine Zahl subtrahieren, um sie dann auch wieder sofort zu addieren. Clevererweise werden wir hier subtrahieren f von a mal g von x. So. Warum machen wir das? Weil wir dann hier das g von x ausklammern können und zwischen Klammern bleibt dann f von x minus f von a. Und diese Differenz f von x minus f von a wird dann auch noch geteilt durch x minus a, was also zum Differenzenquotienten von f an der Zahl a führen wird. Aber wir haben hier diese Zahl subtrahiert, das dürfen wir nur dann, wenn wir sie auch sofort wieder addieren. Und jetzt gehen wir so vor, in den zwei ersten Termen können wir g von x ausklammern, dann führt das zum Bruch f von x minus f von a geteilt durch x minus a mal die Zahl g von x und dann plus, jetzt fügen wir diese beiden auch noch zusammen, und können da f von a ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann g von x minus g von a und das wird dann auch noch geteilt durch x minus a. Das führt dann zum Differenzenquotienten der Funktion g bei dieser Zahl a. Also die Zahl, die wir hier abgezogen haben, damit das uns gut arrangiert für die zwei ersten Termen, die ist auch noch günstig für die zwei letzten Termin. Das führt dann automatisch zu dieser Rechnung. Limes von f von x minus f von a geteilt durch x minus a, wenn x gegen a strebt, mal Limes von dem g von x, das hier ausgeklammert wurde, wenn x gegen a strebt. Dasselbe da hinten, f von a wurde ausgeklammert, dann führt das zu Limes von f von a, wenn x gegen a strebt, mal Limes von g von x minus g von a geteilt durch x minus a. Jetzt betrachten wir diese vier Grenzwerte etwas genauer. Das hier, das ist die Zahl f' von a, da wir ja wissen, dass f ableitbar ist an dieser Zahl a. Jetzt hier, dieser Grenzwert ergibt g von a. Wieso? Weil wir wissen, dass g ableitbar ist an a und daraus schließen dürfen, dass g stetig ist an dieser Zahl a. Und diese Stetigkeit bedeutet gerade, dass dieser Grenzwert die Zahl g von a ergibt. Hier ist es etwas einfacher, das ist der Grenzwert von f von a. F von a enthält gar nicht die Variable x, also ist das der Grenzwert dieser Konstante, das heißt diese Konstante. Und da hinten, der letzte Grenzwert, das ergibt die Zahl g' von a, da wir ja wissen, dass g ableitbar ist an dieser Zahl a. Das Ganze führt also zu f' von a mal g von a plus f von a mal g' von a. Die Formel ist bewiesen, also dürfen wir sie in unserer Formelsammlung festhalten. Eine weitere Formel. Wenn c eine reelle konstante Zahl ist und f eine Funktion, die ableitbar ist an einer Zahl a, dann ist c mal f auch ableitbar an dieser Zahl a und es gilt c mal f prim, das ist c mal f prim.
Diese multiplikative Konstante darf also aus der Ableitung raus. Das nannten wir bei Grenzwerten schon, eine multiplikative Konstante fliegt raus. Schauen wir ein Beispiel. 3 mal x', die Zahl 3 hängt nicht von x ab, ist also eine reelle konstante Zahl, die multipliziert. Also fliegt die aus der Ableitung raus. Jetzt brauchen wir nur noch x abzuleiten, wir wissen aber, dass das 1 ergibt. Somit führt diese Rechnung also zu 3 mal 1, das heißt 3. Beweisen wir diese Formel allgemein. C mal f', das ist die Ableitung von einem Produkt. Dazu dürfen wir die Produktformel anwenden. Das ergibt also c' mal f plus c mal f'. So. C' ergibt aber 0. So bleibt dann da 0 plus c mal f', das heißt cf', was zu beweisen war. Wir haben die neue Formel, also halten wir sie in der Formelsammlung fest und greifen sofort die nächste an. Wenn f und g ableitbar sind an der Zahl a, so ist die Funktion f minus g ebenfalls ableitbar an der Zahl a und es gilt die Ableitung der Differenz, das ist die Differenz der Ableitungen. Beispiel, Ableitung von x minus 2 ist durch diese neue Formel Ableitung von x minus Ableitung von 2. Diese Ableitung, das macht 1 und diese Ableitung, das macht 0. Also führt die Rechnung zu 1 minus 0, das heißt 1. Beweisen wir diese Formel allgemein. F minus g, das ist dasselbe wie f plus minus 1 mal g. So. Also, um diese Ableitung zu rechnen, rechnen wir hier die Ableitung von dieser Summe. Das ist die Summe der einzelnen Ableitungen. Und in der zweiten Ableitung hier fliegt die multiplikative Konstante minus 1 aus der Ableitung raus. So, durch diese Formel. Und f' plus minus 1 mal g' ist selbstverständlich f' minus g'. Wir haben die Formel bewiesen und dürfen sie in unserer Formelsammlung festhalten. Nächster Lehrsatz. Wenn f, g und h drei Funktionen sind, die ableitbar sind an einer Zahl a, so ist ihr Produkt f mal g mal h ebenfalls ableitbar an der Zahl a und es gilt f mal g mal h', das ist f' mal g mal h, plus f mal g' mal h plus f mal g mal h'. Also wir schreiben jedes Mal die drei Produkte auf, addieren diese drei Produkte hinterher und in den drei Produkten wird zuerst f abgeleitet, dann g abgeleitet und dann h abgeleitet. Schauen wir in einem Beispiel, das da, das führt durch diese neue Formel automatisch zu dieser Summe von den drei Produkten, von diesen Funktionen. Und in den drei Produkten wird zuerst mal im ersten Produkt die erste Funktion abgeleitet, im zweiten Produkt die zweite Funktion abgeleitet und im dritten Produkt wird die dritte Funktion abgeleitet. 5' macht 0, x plus 1', das macht Ableitung von x, also 1, plus Ableitung von 1, also 0, deshalb macht diese Ableitung hier 1 und die letzte Ableitung da hinten, x hoch 2', das macht 2x. Somit führt das also zu dieser Rechnung, die wir noch etwas einfacher schreiben können und fertig. Beweisen wir jetzt diese Formel. Wir sehen hier das Produkt von drei Funktionen. Man kann das aber auch als Produkt von zwei Funktionen ansehen. Die erste Funktion ist f mal g und die zweite Funktion ist h. Wir möchten hier das Produkt von diesen beiden Funktionen ableiten. Und dazu brauchen wir unsere Formel von der Ableitung eines Produkts. Wir rechnen also die erste Funktion abgeleitet mal die zweite
nicht abgeleitet plus die erste Funktion nicht abgeleitet mal die zweite Funktion wohl abgeleitet. Dahinten können wir diese Klammern fallen lassen, denn dieses Produkt ist ja assoziativ. Hier vorne, da steht jetzt f mal g'. Das ist die Ableitung vom Produkt von zwei Funktionen. Dazu dürfen wir unsere Formel anwenden und finden f' mal g plus f mal g'. Dieses h wird jetzt auf diese zwei Terme hier verteilt und das führt dann effektiv zu der Formel, die wir beweisen sollten. Diese Formel werden wir nicht in unserer Formelsammlung berücksichtigen, diese da reicht. Nächste wichtige Formel: Für egal welche natürliche Zahl m verschieden von 0 gilt x hoch m' ist m mal x hoch m minus 1. Schauen wir in einigen Beispielen. X hoch 1' muss also 1 mal x hoch 1 minus 1 sein. X hoch 1 minus 1, das macht x hoch 0, also 1, und 1 mal 1 macht 1. Diese Formel stimmt, das wussten wir schon. Dann schauen wir jetzt, wenn die natürliche Zahl m gleich 2 ist. Die Funktion x hoch 2 können wir schreiben als Produkt von x mit sich selbst. Um dieses Produkt abzuleiten, wenden wir die Produktformel an, so, und das führt dann automatisch zu 2x. X hoch 2' ergibt also, die 2 kommt nach vorne, sagt die Formel, da steht sie, und dann schreiben wir noch x hoch Exponent minus 1, also x hoch 2 minus 1, das macht x hoch 1. Für 2 stimmt die Formel. Schauen wir noch bei 3 nach. X hoch 3 wird zerlegt in x hoch 2 mal x, so. Hier dürfen wir die Formel anwenden vom Produkt, also ergibt das erste Funktion abgeleitet mal zweite nicht abgeleitet plus erste nicht abgeleitet mal zweite wohl abgeleitet. Die Ableitung von x², das ist 2x und die Ableitung von x, das macht 1. Die Rechnung führt also zu 2x mal x, das heißt 2x² plus x² mal 1, also 2x² plus x², das heißt 3x². Die Formel stimmt bei 3. Der Exponent kommt nach vorne. Und dann wird vom Exponent noch 1 abgezogen. Dann schauen wir noch bei x hoch 4. X hoch 4 wird zerlegt in x hoch 3 mal x. Wir rechnen hier die Ableitung von diesem Produkt durch die Formel f mal g'. X hoch 3', das ist aber 3x² und x' macht 1. Die Rechnung führt also zu 3x hoch 3 plus x hoch 3, das heißt 4x hoch 3. Stimmt. Wir werden diese Formel aber allgemein beweisen und da es sich hier um eine Formel handelt mit natürlichen Zahlen, dürfen wir das selbstverständlich per vollständige Induktion beweisen. Die Formel stimmt schon mal, wenn m 1 ist. Das haben wir gerade hier schon überprüft. Es funktioniert. Wir nehmen an, dass die Formel okay ist für irgendeine natürliche Zahl m und werden beweisen anhand dieser Annahme, dass sie dann auch gültig sein muss für die darauffolgende Zahl m plus 1. Wir werden also x hoch m plus 1 ableiten. Und genauso wie eben in den Beispielen, werden wir x hoch m plus 1 zerlegen in x hoch m mal x hoch 1. Das ist jetzt die Ableitung von diesem Produkt. Wir wenden also die Produktformel an, was dann ergibt x hoch m' mal x plus x hoch m mal x'. X hoch m' ist durch unsere Induktionsannahme gleich zu m mal x hoch m minus 1. Und x', das macht 1. Also steht hier
m mal x hoch m minus 1 mal x hoch 1 plus x hoch m. So. Das hier ergibt x hoch m und im zweiten Term steht auch x hoch m. Deshalb können wir x hoch m ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann noch m plus 1. Die Formel ist also auch gültig für die Hochzahl m plus 1. Somit ist diese Formel bewiesen für egal welche natürliche Zahl m verschieden von 0. Übrigens, diese Formel funktioniert auch, wenn die Hochzahl rational ist, aber verschieden von 0. Schauen wir in einem konkreten Beispiel und berechnen die Ableitung der Quadratwurzel von x. Die Quadratwurzel von x ist dasselbe wie x hoch ein halbes. Jetzt haben wir x hoch ein Bruch und dürfen diese Formel anwenden. Der Bruch springt also nach vorne, wo er multipliziert. Und dann wird dem Exponenten 1 subtrahiert. So, sagt die Formel, die auch gültig ist für eine rationale Hochzahl. Ein halbes minus 1, das macht minus ein halbes. X hoch minus ein halbes macht 1 geteilt durch x hoch ein halbes. Und x hoch ein halbes, das ist die Quadratwurzel von x. So haben wir die Ableitung von Quadratwurzel von x schnell gefunden. Wir werden also diese Formel hier in der Sammlung festhalten, wohl wissend, dass sie auch funktioniert, wenn m ein Bruch ist. Somit können wir alle Wurzeln ableiten. Ehe wir weitermachen, eine wichtige Bemerkung. Wir sind fähig, jedes Polynom sehr schnell abzuleiten. Überprüfen wir das anhand dieses Beispiels. Um dieses Polynom abzuleiten, wenden wir zuerst einmal Formel der Summe und Formel der Differenz an. Diese beiden Formeln besagen, dass wir die Ableitung von dem Polynom zerstückeln können in sämtliche kleinere Ableitungen. Diese kleineren Ableitungen enthalten eine Konstante, die multipliziert. Durch diese Formel fliegt die Konstante jedes Mal raus, die 5 fliegt raus, die 7 auch, die 8 auch, so weiter. Das führt dann zu dem da. Und hier bleiben nur noch Potenzen von x abzuleiten. Das machen wir durch diese Formel, ist gemacht. Jetzt multiplizieren wir noch diese Vorzahlen, 5 mit 4, 7 mit 3, minus 8 mit 2, so. Übrigens die Ableitung von 10, das macht 0. Wir haben also dieses Polynom erhalten und schauen jetzt nochmal, was wir am Anfang ableiten sollten und was wir ganz zum Schluss gefunden haben. Die 4 kommt nach vorne und multipliziert die 5, das wird dann zu 20. Und vom Exponenten 4 wird 1 abgezogen, also ergibt das 20x hoch 3. Zweiter Term. Die 3 springt nach vorne, multipliziert die 7, das wird dann 21 und von diesem Exponenten 3 wird 1 abgezogen, also 2. Die 2 springt nach vorne, multipliziert minus 8, das führt zu minus 16 und vom Exponenten 2 wird 1 abgezogen, was zum Exponenten 1 führt. Dann haben wir hier noch minus 9 mal x, wovon die Ableitung minus 9 ergibt und die Ableitung von der Konstanten c, das ist 0. Also plus 0 wird hier nicht mehr eingetragen. Überprüfen wir, ob wir das jetzt schneller können. Es geht viel schneller mit dieser Überlegung. Die 5 springt nach vorne, 8 mal 5 wird 40, mal x hoch 5 minus 1. Also ergibt die Ableitung von dem ersten Term da 40 mal x hoch 4. Hier ergibt das 4 mal minus 3 minus 12 mal x hoch 4 minus 1, 3. Also ergibt das hier als Ableitung minus 12 mal x hoch 3 plus 15 mal x Quadrat plus 14 mal x minus 1 plus 0. Wir sind also fähig, egal welches Polynom sofort abzuleiten,
und brauchen dazu nicht mehr diese Definition. Durch die Definition müsste man den Grenzwert von dem Differenzenquotienten berechnen, bis man dann f' von a gefunden hat. Und dann müsste man dieses a noch durch x ersetzen, um dann letztendlich dieses Polynom zu finden. Wir sind also durch unsere Formelsammlung viel schneller, also besser geworden. Nächster Lehrsatz. Wenn g von a nicht 0 ist und die Funktion g ableitbar ist an dieser Zahl a, so ist die Funktion 1 auf g ebenfalls ableitbar an a und es gilt 1 auf g', das ist minus g' auf g². Beispiel 1 auf x' ist laut dieser Formel minus x' geteilt durch x². x' ist aber 1, also ergibt diese Ableitung minus 1 auf x². Wir beweisen diese Formel. Wir rechnen 1 auf g', ausgedrückt bei der Zahl a. Durch die Definition ergibt das als Grenzwert Limes, wenn x gegen a strebt, von dieser Funktion ausgedrückt bei x minus dieser Funktion ausgedrückt bei a geteilt durch x minus a. 1 geteilt durch g von x, das ist dasselbe wie 1 geteilt durch g von x, durch die Definition vom Bruch zweier Funktionen. Durch dieselbe Definition ergibt das hier 1 geteilt durch g von a. Wir können also diesen Bruch so umschreiben. Oben haben wir jetzt die Differenz von diesen zwei Brüchen. Um sie zu subtrahieren, müssen wir die zwei Brüche gleichnamig machen. Ist gemacht. Hier sehen wir oben g von a minus g von x. Das erinnert sehr stark an g von x minus g von a, was hinterher auch noch durch x minus a geteilt wird. Also werden wir da oben zuerst einmal ein Minus ausklammern, ist gemacht, dann bleibt g von x minus g von a geteilt durch x minus a und diese zwei Faktoren, die ebenfalls im Nenner stehen, habe ich hier nach hinten gesetzt in diese Form. Das ist selbstverständlich mathematisch korrekt. Der Grenzwert von diesen beiden Produkten entspricht also den beiden Produkten der einzelnen Grenzwerte. Dieser Grenzwert, das ergibt die reelle Zahl g' von a, weil wir ja wissen, dass g ableitbar ist an der Zahl a. Da g ableitbar ist an der Zahl a, ist g auch stetig an der Zahl a. Und die Stetigkeit von g an a führt gerade dazu, dass Limes, wenn x gegen a strebt, von g von x, g von a ist. Dieser Grenzwert hier ergibt also 1 geteilt durch g von a. Da hinten, das ist der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, von dieser Konstanten, die ja nicht von x abhängt. Der Grenzwert einer Konstanten, das ist diese Konstante. Somit führt also diese Ableitung ausgedrückt bei a zu dieser Rechnung, die wir noch etwas einfacher schreiben können. Und daher haben wir unsere Formel bewiesen und halten sie in unserer Formelsammlung fest. Nächster Lehrsatz. Wenn g von a nicht 0 ist und wenn die zwei Funktionen f und g ableitbar sind an der Zahl a, so ist ihr Bruch f auf g ebenfalls ableitbar an dieser Zahl a und es gilt f auf g', das ist f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Zuerst einmal fällt uns auf, dass der Zähler sehr stark an die Produktformel erinnert, nur ist zwischen den zwei Produkten da ein Plus und in unserer neuen Formel ein Minus. Und dann wird das Ganze noch durch g² geteilt. Vorsicht, Vorsicht, f auf g', das ist nicht f' auf
Geprim. Der kleine Professor sagt wieder, achtet ganz besonders auf diesen Fehler. Um einen Bruch abzuleiten, macht man das so. Schauen wir jetzt in einem Beispiel. F auf G prim, das ist F prim mal die Funktion G minus F mal die Funktion G prim geteilt durch G im Quadrat. X hoch 3 prim, das macht 3x Quadrat. 4x plus 1 prim, das macht 4. Somit führt diese Ableitung zu dieser Rechnung, die wir dann noch vereinfachen können. Und wir lassen das schön in faktorisierter Form stehen, denn später werden wir von solchen Ableitungen Zeichentabellen machen. Und um Zeichentabellen zu machen, brauchen wir den algebraischen Ausdruck in faktorisierter Form. Beweisen wir also die Ableitung vom Bruch dieser beiden Funktionen. Wir starten vom linken Teil der Formel, schreiben f auf g in die Form f mal 1 auf g um, so, und somit brauchen wir nur noch dieses Produkt abzuleiten, indem wir die Produktformel einsetzen. Tun wir das? Und durch den Einsatz der Produktformel erkennen wir da hinten die Ableitung von 1 auf g. Aus diesem Grund haben wir diese Ableitung eben schon bestimmt und dürfen jetzt diese Ableitung hier einsetzen. So. Und diese zwei Brüche müssen jetzt noch addiert werden. Dazu machen wir sie gleichnamig. Das heißt, hier multiplizieren wir Nenner und Zähler mit g. Und dann subtrahieren wir noch die Zähler. Somit haben wir diese Formel also bewiesen und dürfen sie in unserer Formelsammlung festhalten. Ehe wir jetzt unsere nächste Formel erstellen, führen wir den Begriff der Kettenfunktion ein. Wir sind in der Menge R. Eine Funktion f wirkt auf die angegebene Zahl x und ordnet ihr die reelle Zahl f von x zu. Stellen wir uns jetzt eine Funktion g vor, die wirkt auf diese reelle Zahl f von x und ordnet ihr dann die Zahl g von f von x zu. Diese Anfangszahl x wird also in zwei Schritten diese Zahl g von f von x zugeordnet. Also haben wir hier ein Zuordnungsgesetz, dass dieser Zahl x sofort die Zahl g von f von x zuordnet, so. Und diese sofortige Funktion nennt man die Verkettung von f und g. Man beschreibt sie mit f rund g und die Mathematiker haben entschieden, dass wir diese Verkettung von rechts nach links schreiben und auch lesen. Wir lesen f rund g von x, das ist g von f von x. Für einmal lesen und schreiben wir, wie die Araber, von rechts nach links. Schauen wir jetzt in einem konkreten Beispiel. Zuerst einmal haben wir die Funktion f, die wirkt auf die Zahl x und ordnet ihr Quadrat plus 1 zu. Die Funktion g wirkt auf eine positive Zahl x und ordnet ihre Quadratwurzel zu. Die Verknüpfung von f und g, also f rund g von x, das ist g von f von x. Am Anfang haben wir die Zahl x, jetzt kommt f und wirkt auf x, ordnet also dieser Zahl x, x² plus 1 zu. Und jetzt kommt die Funktion g und wirkt auf diese Zahl x² plus 1 und ordnet ihre Quadratwurzel zu. Das g von f von x ist also die Quadratwurzel von x² plus 1. Übrigens, x² plus 1 ist streng positiv, also können wir davon immer die Quadratwurzel
berechnen. Diese Funktion ist also eine Kettenfunktion. Wie leitet man eine Kettenfunktion ab? So. Um die Ableitung von g von f von x zu berechnen, rechnet man zuerst einmal die Ableitung dieser Funktion g, drückt diese Ableitung aber nicht mit der Variablen x aus, sondern mit f von x. Und zum Schluss multipliziert man das Ganze noch mit f' von x. Schauen wir zuerst in unserem Beispiel von eben. Wenn f von x x² plus 1 ist, dann ist f' von x 2x. Wenn g von x die Quadratwurzel von x ist, dann ist g' von x 1 auf 2 Wurzel x. Das haben wir eben bewiesen. Wir kennen diese Ableitung schon. Jetzt rechnen wir die Ableitung der Verkettung dieser beiden Funktionen durch unsere neue Formel, die besagt, man soll zuerst einmal die Funktion g ableiten. Das haben wir gemacht. Diese Ableitung soll man aber nicht mit x, sondern mit f von x ausdrücken. Das ist hier gemacht. Und das Ganze soll dann noch multipliziert werden mit f' von x. Auch das ist hier gemacht, denn f' von x, das macht 2x. Hier brauchen wir nur noch die zwei Zweier wegzukürzen, so, und haben somit die Ableitung dieser Kettenfunktion gefunden. Diese Formel sollen wir jetzt noch beweisen. Legen wir los. G von f von a prim ist durch die Definition der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, vom Differenzenquotienten dieser Funktion bei der Zahl a. Diesen Bruch schreiben wir in eine etwas andere Form. Den Zähler teilen wir hier durch 1 mal Nenner steht unter der 1. Wir werden jetzt hier diesen Zähler durch eine Zahl teilen und dann diesen Zähler hier auch mit dieser selben Zahl multiplizieren. Als Faktor nehmen wir f von x minus f von a. Wir haben hier durch diese Zahl geteilt und auch sofort wieder mit dieser Zahl multipliziert. Hier bleibt jetzt der Grenzwert von diesem Produkt. Das ist das Produkt der einzelnen Grenzwerte. Dieser Grenzwert, das ist die reelle Zahl f' von a, weil wir ja wissen, dass f ableitbar ist an der Zahl a. Jetzt dieser Grenzwert hier. Wir sehen da f von x, da auch. Hier sehen wir f von a und da auch. Ersetzen wir mal das f von x durch ein großes x und das f von a durch ein großes a. So. Wenn x gegen a strebt, dann muss f von x gegen f von a streben. Denn da f ableitbar ist an der Zahl a, ist f automatisch auch stetig an a. Und diese Stetigkeit besagt gerade, wenn x gegen a strebt, dann strebt f von x gegen f von a. Also dürfen wir hier schreiben, f von x strebt gegen f von a. Das f von x ist aber das große x und das f von a, das ist das große a. Also dürfen wir hier schreiben, groß x strebt gegen groß a. So. Und hier erkennen wir jetzt ganz deutlich, Limes, wenn x gegen a strebt, von g von x minus g von a geteilt durch x minus a, das hier, das ist die reelle Zahl g' ausgedrückt bei der Zahl groß a. Also führt das zu dieser Rechnung. Das funktioniert gut, denn die Funktion g ist ja ableitbar an der Zahl f von a. Und dieses f von a, das ist ja groß a. Also funktioniert das und letztendlich brauchen wir nur noch dieses groß a wieder durch f von klein a zu ersetzen. Wir haben unsere Ableitungsformel von Kettenfunktionen gefunden und dürfen sie hier berücksichtigen. Es bleibt vorläufig noch eine Formel zu beweisen, und zwar,
Wenn f ableitbar ist an der Zahl a, so ist f hoch m es ebenfalls, wo m eine beliebige rationale Zahl ist, und es gilt f hoch m prim, das ist m mal f hoch m minus 1 mal f prim. Vorsicht, Vorsicht, nicht dieses f prim vergessen, Vorsicht bei dieser falschen Formel f hoch m prim, das ist m mal f hoch m minus 1. Das stimmt nicht. Wir haben Tendenz, das als richtig anzuerkennen, weil es ja auch bei dieser Formel so ist. Diese Formel ist allgemeiner. Durch diese allgemeine Formel müsste man in diesem speziellen Fall noch multiplizieren mit x prim. Also müsste man hier noch multiplizieren mit 1, was man nicht schreibt. Diese Formel ist allgemeiner. Vergessen wir also nicht das mal f prim hinten dran. Wieder warnt der kleine Professor. Don't forget, mal f prim da hinten dran. So ist die Formel richtig. Wir schauen sie in einem Beispiel und leiten das f von x hoch m ab durch diese Formel. Die 2 springt nach vorne, wo sie multipliziert. Von dem Exponenten 2 wird dann noch 1 abgezogen und hinten dran muss noch mit f' multipliziert werden. Don't forget it. Also ergibt diese Ableitung durch diese neue Formel dieses Produkt. Die letzte Ableitung hier, das macht natürlich 3x² plus 4. Die Ableitung ist somit berechnet und steht in faktorisierter Form, also lassen wir die auch schön in dieser Form stehen. Nochmal, weil später werden wir von solchen Ableitungen Zeichentabellen machen und dazu müssen sie faktorisiert sein. Also lassen wir das schön so stehen und beweisen diese Formel. Um diese Formel zu beweisen, benutzen wir die Ableitung einer Kettenfunktion und in diesem Beweis, das erscheint jetzt seltsam, in diesem Beweis werden wir diese Formel benutzen. Die Funktion f aus dieser Formel, das ist dieselbe Funktion f aus der neuen Formel, also f von x ist f von x, das heißt, dieses f von x, das ist dieses f von x, also ist f' von x, f' von x, das heißt, diese Ableitung f' von x, das ist hier dieses f' von x. Als Funktion g nehmen wir genau diese da, also g von x, das ist x hoch m. Also ist g' von x durch diese Formel m mal x hoch m minus 1. Jetzt verketten wir. Das heißt, das g von f von x ist also hier f von x hoch m. Wir verketten die Funktion f, diese da, mit der Funktion hoch m, das heißt mit g. Um diese Ableitung zu berechnen, benutzen wir jetzt unsere Kettenfunktionsformel. Das führt also zu Ableitung von g, das ist diese da. Die soll man aber nicht mit x, sondern mit f von x ausdrücken. Genau das haben wir hier gemacht. Und dann wird das Ganze noch multipliziert hinten dran mit f' von x. Auch das haben wir gemacht. Und so haben wir unsere neue Formel bewiesen und dürfen sie hier in der Formelsammlung festhalten. Vorläufig sind das unsere Ableitungsformeln und dank dieser Formelsammlung können wir Ableitungen viel, viel schneller berechnen als durch die Definition. Wir müssen jetzt viele, viele Übungen bezüglich dieser Formel machen, um Ableitungen schnell rechnen zu können, denn Ableitungen werden in sehr vielen Bereichen eingesetzt.